Herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted 3, Drake's Deception. Ja, es wurde sich ja gewünscht, dass ich das mal spielen soll. Und ja, ich habe es schon mal vor langer Zeit habe ich es mal angefangen. Bin eigentlich auch ziemlich weit gekommen, aber irgendwann hatte ich dann keine Motivation mehr. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, kannst du es einfach nochmal Let's Playen, weil ich habe echt keine Ahnung mehr von Uncharted 3, weil es eigentlich echt ein richtig geiles Spiel ist, auch von der Grafik her. Und ich freue mich jetzt einfach drauf und wir beginnen gleich mal mit einem neuen Spiel. Ja, auf normal. Ja, ich lasse mal drauf den Speicherstand für den Fall der Fälle mal. Und es ist eigentlich echt eine richtig geile Spieleserie Uncharted. Und ich habe die ersten beiden Teile gespielt und 3 auch angefangen. Und jetzt bin ich mal ruhig. Wenn denn jemand was erzählt. Ah, jetzt speichert es erst, okay. Und auch von der Grafik her ist es echt Hammer. Ich habe noch nie so ein PlayStation-Spiel gesehen, das so eine geile Grafik hat. Das ist echt krass. Und ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht kenne ich noch so ein paar Einzelheiten von dem Spiel, aber ich glaube, alles weiß ich echt nicht mehr. Auf jeden Fall war ich ziemlich begeistert von dem Spiel. Und irgendwann hatte ich dann keine Zeit mehr und auch keine Motivation mehr. Dann habe ich es gelassen. Aber jetzt wurde sich ja gewünscht, habe ich ja welche vorgeschlagen. Da habe ich gedacht, ja, kannst du mal wieder anfangen. Und ja, die Ladezeit ist gerade ein bisschen lang. Da kann man ja mit ein bisschen Geschwätz überbrücken. Und morgen habe ich wieder Schule und deswegen sollte ich heute auch nicht zu lang machen. Mal schauen, wie ich Bock habe. Ja, komm, lade doch. Jawohl. Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen. Wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Okay. Das tat ich. T.A. Lawrenson. Lawrence of Arabia. Oh ja, da kommen wir beide. An das kann ich mich noch erinnern, das war richtig fett. Wir sind in London, okay. Das sind ganz harte Jungs, die werden jetzt gleich erstmal vermöbelt. Die schauen ja echt freundlich aus. Was? No credit, aha. Oh geil. Wir werden wohl schon erwartet. Has anyone seen bla bla bla, Tets bla bla bla? Oh, Office. Der begleitet uns schon schön. Der sieht aber nicht gerade freundlich aus. Und jetzt geht's los. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Oh ja. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Wer ist denn das nochmal? Vorsicht noch mal? Ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Talbot, okay. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Carter. Money, money, money. Geil. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Der Ring. Ich muss die Echtheit überprüfen. Tja. Sicher doch. Der Ring, der Ring. Silber. 16. Jahrhundert. Scheint sich jemand auszukennen. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich... Da will uns jemand verarschen. Oh, das ist Bullshit.
Ventil ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentlemen. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Ich geb dir gleich mal auf die Fresse, du Arschloch. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Jawohl, jetzt geht's rund. Ja. Jetzt können wir gleich spielen, oder? Jawohl. Komm her, du Sack. Hier kannst du nicht. Der gehört mir. Blocken auf Dreieck, okay. Bam. Oh. Ja, du nicht. Und Schlag, Schlag. Ausweichen, Schlag. Bam auf die Fresse. Wie man schon sieht, sind die Animationen echt hammergeil. Na los! Alter! Der hat mich beleidigt, dieses Sau. Kreis drücken! Ha! Nochmal Kreis! Jawoll, so geht das. Soll ich dir hochhelfen? Komm, komm her, du Sau. Ausweichen und... Ah, nochmal ausweichen und jetzt bam, Kick und ausweichen und Schlag. Ja, da kannst du nix. So, oh Mann. Nein, nochmal ausweichen. Los. Oh, das hat wehgetan. Das aber auch. Leider geht aber noch ab, der Opa. Komm her, du Sau. Nix da. Alter, Alter, jetzt komm, hau ihm jetzt auf das Maul, jawoll. Wo lang denn? Zeig mir die Richtung, da kommt... Oh, leck! Da ist aber ein bisschen größer. Ja, genau. Oh. Alter Vater, wie groß ist der denn? Oh, leck! Ich glaube, das hat wehgetan. Oh. Alter. Hey, das war mein Drink. Hey, noch eine Runde, okay? Welche Richtung? Ollig! Der war geil. Komm her, du Sau, ich mach dich fertig. Gib dem denn noch eine. Ollig, dem noch eine. Was hat er gesagt? Kreis? Ollig, jetzt kommt es aber. So, bam. Da kommt es Sally auch noch. Juhu. Du darfst auch mitmachen. Alter. Frei, warum habt ihr eigentlich alle eine Glatze? Habt ihr alle Haarausfall oder was? Alter, lass mich in Ruhe mit deinem scheiß Hemd. Alter, oder was? So. Pam. Alter, nimm doch auch mal der Sally. Ich bin hier nicht allein. So, und jetzt noch eine links und rechts und links, jawohl. Frei, lass mich doch mal in Ruhe. Oh Mann, da kommt noch einer. Ach, wie mir schon sieht, ist alles hier richtig schick gemacht. Das ist auch richtig geil an Uncharted. Ja, toll, ich kann dir gerade nicht helfen. Ah, jetzt aber. Oh, leck. Oh nein, jetzt kommt der Flipsack. Wäh. Ekelhaft. Boah. Alter, wie ekelhaft ist das denn? Gut, gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Olleck. Das hat wohl wehgetan. Boah, nicht in die Toilette rein. Boah. Okay, los, auf mir. Ausweichen. Jawohl, voll in. Die Fresse! Oh Mann. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Haben wir den wohl wütend gemacht. Aber nicht mit mir! Aua! Oh, weh. Ist das ekelhaft. Oh, leck, das war mal ein Schlag. Boah, ich geht. Du zwei? Nur mein Stolz. Wir brauchen eine Sauglocke. Ist ja ekelhaft. Kann man hier noch rumschauen? Ja, schauen wir mal. Ist hier noch irgendwo was?
Nur sieht nicht so aus. Und wie man schon sieht, ist alles echt richtig geil gemacht. Das ist richtig krass geil bei Uncharted. Ist da noch irgendwo was? Nein. Was haben wir denn hier so? Da war doch ein Schild. Strictly no credit, so don't ask. Okay. Und hier? Seems Ted. Bla bla bla, kann ich nicht lesen. Und schön viel Alkohol. So muss das sein. Okay, ab in die Küche. Haltet sie! Ich hab den Komm her! Knacker. Hast du zu dem alten Knacker gesagt? Der gibt dir jetzt mal aufs Maul. Komm her! Jawoll! So muss es sein, auf jeden Fall. Ja. Jo, jetzt kommt wieder eine Zwischensequenz. Ups. Oh fuck. Mist. Oh verdammt. Das sieht nicht so gut aus. Oh, Alter. Die müssen aber auch Schmerzen danach haben. Komm her, komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey, 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 hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Okay, wer kommt denn da? Nicht. Bleib unten. Ach, der Monsieur. Und eine junge Dame. Nee, junge Dame glaube ich eher nicht. Eine alte Dame. Hallo, Victor. Hi, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Vor dir sehe ich nicht. Du Milf. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein. Sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. 2-1 Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Ah! Oh. Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Ah, die sind doch jetzt echt nicht tot, oh, oder? Oh bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Alter, die sind nur eine Tusche, weil ich spiele es zu Ende. Nee, das kann nicht sein. Nein, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Oh, wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall richtig geil. Ah, ich wäre jetzt auch gerne da. Das wäre bestimmt richtig nice dort. Cartagena, Kolumbien. Fett, Kolumbien ist geil. Sieht aus wie ein Museum und da steht Francis Drake und den kennen wir doch. Ach, 20 Jahre früher spielen wir den kleinen Nathan. Ha, auch nicht schlecht. Und der war bestimmt früher schon so ein Abenteurer. So wie er ausschaut. El Pirata Francis Drake. Solamente esta semana. Keine Ahnung. Ich spreche kein Spanisch. Ach, und dann können wir jetzt den spielen. Okay. Großes aus kleinen Ursprüngen. Okay. Und los geht's. Los geht's. Okay, was haben wir denn da? Englische Beibote aus dem 18. Jahrhundert. Uninteressant. Nein, das ist okay, was sucht er denn, der Kleine? Select, was haben wir denn da? Ach, wieder so ein geiles Tagebuch. Geil. Drake's Ship, The Golden Hind. Blablabla. Uninteressant. Indischer Ozean. Die wollten nach Java, Borneo da in die Nähe. Okay. Das ist wohl der Sir Francis Drake. Okay, nicht schlecht. Dem sein Tagebuch ist auch echt richtig geil immer. Das hat er immer dabei. Hier nicht. Auch immer noch, wenn er älter ist, ist richtig geil. Und das Museum ist auch irgendwie cool. Ein Modell von was? Von der Plünderung Cartagenas. Kannst du auch sprinten? Nee, anscheinend nicht. Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht. Nein, nö. Das ist es auch nicht. Was haben wir da? Ein spanischen Mönch ist sehr interessant. Not.